Servus. Na geh. Jo, ey. Im Waldviertel, eher im Norden, ist es gestern später geworden. Heute macht die Gegend wenig her. Letzte Nacht steppte hier der Bär. Party mit dem ganzen Ort. Sie feierten und schrien. Einer musste bald mal fort. Es reierte Eugene. Also jetzt gerade geht's mir viel besser als gestern. Die Nacht, die war echt Hölle, kann man sagen. Das war der schlimmste Absturz für dieses Jahr. Ich war so beieinander. Ich bin um 15 Uhr sowas haben wir noch vorgeglüht. Ja, dann sind wir auf ein Festival gefahren, wo ich vielleicht 2 Stunden geblieben bin und dann ich war weg. Ich war der Erste, der was gespielt hat, weil der Mr. Eugene vertragt es nicht mehr so. Wo ich dann so beieinander war, war ich echt froh, dass mich mein Bruder geholt hat. Weil so fertig war ich echt lange nicht mehr. Ich glaube, 3 oder 4 Mal habe ich mich übergeben und. Oh. Auto fahren, der will schon. Ich war um 1 oder um 2 war ich dann wieder richtig bei mir. Dann habe ich auch jetzt lang genug geschlafen, also ich bin jetzt wieder nicht, Gott sei Dank. Aber vielleicht saufe ich heute wieder, weil was tut man denn sonst? Vaterleben ist immer am Start. Ja, ich habe einen Zwillingsbruder. Wir haben eine eigene Verbundenheit, kann man sagen. Das Zwilling haben das einfach. Das er merkt es sogar, wenn es mir schlecht geht, wenn er nicht da ist. Also ist er nicht mehr für uns da. Und gestern war ja echt froh, dass er mich geholt hat. Also, ich habe sofort auf dem Zählen können. Und dann werden wir vielleicht heute sogar treffen. Schauen wir mal. Ausgemacht hätte ich mal was mit ihm. Scheiß Bahn. Ja, sagen wir so, rückwärts einparken bin ich nicht der Beste. Ist mir auch egal, weil ich sage immer, ich bin der Mr. Eugene. Selbst wenn ich über beide, also zwischen die 2 Parkplätze stehe, war es mir wurscht. Ich darf das, weil ich bin der Mr. Eugene. Da bin ich einmal im EKZ extra über 4 Parkplätze gestanden. Aber das habe ich extra gemacht, weil so falsch kann ich nicht parken. Du triffst wen besser auf weiter Fläche? Leidet er unter Einparkschwäche? Sind andere Brüder wie Hund und Katz sich dauernd nur am Tögeln, ist dieser Kümmerer, weist ihm den Platz genau da vor den Vögeln. Alter, servus. Da genau am Strich, wie es ist gehört, oder? Du bist noch restfett, oder? Was auch Autofahrer. Ja. Servus. Was war hey, du bist deppert, oder? Alter, kennst du den Gruß, was für ein Wüsten, oder? Ja, wirklich. Ja, was wüssten? Eine meine Miste, ich ficke nicht, ich fiste. Das nehme ich. Alter, das wollte ich haben, aber wurscht. Also, ich bin der Daniel. Viele sagen auch zu mir Danny oder Lucifer. Lucifer Casanova. War wegen dem Grund, Lucifer Casanova ist mein Künstlername. Und Lucifer, den Namen habe ich gekriegt von einer Frau, die was ich ein bisschen verletzt habe mit den Gefühlen. Hat gesagt, dass ich der Teufel bin. Ich bin Lucifer. Und Casanova, das habe ich mir selber noch gegeben, weil ich mir denke, ich bin halt einfach kein Gentleman. Ich bin ein Arschloch. Social Asshole, haben sie auch zu mir gesagt. Soziales Arschloch. Was ist? Oh, ja, voll Restfett. Ja, nachts war nicht allein gegessen, gell? Na, da ein Stempel habe ich auch noch um. Ein Spandl. Ja, wo ich dir geholt habe, da warst du komplett fertig. Das ist ein Zupfer. Ja, ein selber gemachter vulkanischer Skittles, Wodka. Gesund noch. Ja, und das war alles, oder? Deswegen bist du hacke dich gewesen. Naja, vorgeglüht habe ich am Anfang ein bisschen. Und ja, dann hat halt der Haberer gemeint gehabt, sie gehen meine Rachen. Und hat sich rausgestellt, war halt kein Klick. Was, Mario Huner? Mhm. Kein Leck. Das kriege ich nicht zeigen. Ah, deswegen warst du fertig im Auto. Alter. Das Große ist mir gestern zum Verhängnis geworden. Ja, normalerweise bin ich der, der was halt wirklich nur sauft. Und der eine Zug hat schon gereicht. Weil ich vertrag das nicht. Überall biegt er. Weil ich bin überall gelegen. In der Wiesn überall. Hättest du mich früher angerufen, hätte ich früher holen können. Ich hab da kein Geld stecken müssen. Geh weh, Alter. Was ist denn das, Alter? Da hab ich mal meine Schreibe angerufen. Wow, Alter. Regel, ja, Alter, wo sind wir denn? Alter, ich sag's dir. Ja, das ist einfach. Ja, Alter. Was war gestern los mit dir? Ja, komplett dicht. Mein Bruder hat mich halt echt lieb und der ist gleich gekommen und war für mich da. Dann hat er mir nur ein Eis geholt von der Tankstelle. Und ich bin gleich ins Bett.
Ja, ich würde sagen, die 12 Euro Eintritt waren ein bisschen unnötig. Wie wollte die kleine Maus eigentlich? Warum war's nicht? Ja, Bruder von Luder. Ich hab dich geholt. Ja, und ich war froh, dass du da warst, Alter. So scheiße ist es mir lange nicht mehr gegangen. Ja, für was haben wir, Bruder? Du sagst das. Bei Zwilling da ist das Gefühl so da, wenn es einen Scheiße geht, dann wissen wir das sofort. Ist gestern noch was gegangen mit der Maus? Ja. Also gestern nur ein bisschen schmusen. Ja. Weil ich will langsam mit ihr angehen, du weißt ja, ich will was für ihr. Aber heute am Vormittag, klapp, klapp. Klapp, klapp. Haben wir ein bisschen begelt. Ich sag immer zu Pudern, also alle sagen immer ficken Pudern, die so, oh. Ich sag immer begeln. Ich sag's immer wieder, ich bin ein lustiger Bäcker mit knusprigen Stecker. Und der bleibt knusprig. Ja, ich bleib, meiner ist der anders da. Mein Penis ist wie der Weihnachtsmann. Man sieht ihm nicht, der Glaube reicht. Das ist echt sauklar. Dafür habe ich so ein richtiger Stierhoden. Ja. Glaubst du, warum so? Bei mir ist es umgekehrt. Bei mir schaut es ein bisschen aus wie der Eiffelturm, wie der schiefe Turm von Pisa, weil ein bisschen schief ist auch. Aber die Eier sind voll klar. Als Warten also auf TikToks. TikToks. Ja, TikToks, ja, kann man sagen. Also das erste Gesprächsthema ist eigentlich immer Sex. Weil wer hat das nicht gern? Das ist das, was die Menschen am meisten lieben. Die meisten haben es nicht, die anderen haben es schon. Ich hab lieber kleine Frauen und mit so kleinen Handel. Aber wenn du einen Bäger reinhörst, die schaut gleich viel größer aus. Rasieren kannst du ja, aber wenn du rasiert bist, dann schaut auch größer aus. Ja, ich weiß, mache ich immer. Aber es hilft bei mir nicht viel. Ich weiß nicht. Einerseits denke ich mir, ich will mir wieder ein Jochinski-Board anrasieren. Aber es ist aber Orgasmusbeschädigung. Ja, der kitzelt sicher beim Küssen, oder, gell? Nein, nur beim Küssen. Oder was, ich bin ja ein kleines Schleckermäulchen. So depper, der kleine Dreckser. Ich geh gern auf Tiefsee. Sie nennen sich Lucifer Casanova und Eugene, haben jeweils einen Zwillingsbruder und ziehen fort an einen gespenstischen Ort. Die Orgenleit treffen sich dort. Also wir sind da jetzt gerade beim Bahnhof in Werthofen. Züge fahren jetzt keine mehr. Aber das ist ein richtiger Spot in Werthofen, wo sich alle auf einen Klick treffen oder auf eine Red Bull und einfach ein bisschen schön. Gibt's Nikotin und Koffein, dann zieht's die Jugend hin. Alle, nicht nur den Eugene. Aber ihn trifft halt der Geistesblitz, wenn er mit Luzi beim Alteisen sitzt, dass er auf ein Video mit Gleisen spitzt. Ja, das war auch der Platz, wo ich ein paar Szenen dran dauert fürs nächste Musikvideo. Also für einige Szenen vom neuen Musikvideo war das schon perfekt. Eine geile Location, weil es ziemlich herabgelassen ausschaut. Und richtig ghetto-mäßig. Ja. Na, magst du es dann auf Indiana Jones? Ich erkunde den Tempel. So schaut's aus. Pass auf, da ist sicher viel Glas drin. Ja, viel Splitter, sehe ich, ja. Kannst du auch reinkommen? Klar. Ja. Aufpassen bei den Splitter, Alter. Mhm, sehr viel Glas. Aber Leimann ist da. Ja, das taugt mir da, ja. Das Feuer hast. Und das schmörgelt mir mal, ja. Ja. Kommt da. Gehört zusammen, die Bude. Ja, schon. Da steht so ein Splitter. Ja, sitzen kann man nicht. Vielleicht gebe ich auch mal, wie der Rest wird. Ja, es ist aber echt eine geile Idee von irgendeinem Musikvideo. Das hat viel was. Im neuen Musikvideo geht es um mich und dass ich ein Narzisst bin. Und ein bisschen pervers ist es auch. Das heißt, innen ist, wer drin ist. Siehst du da vorne das WC? Oh. Ja, da vorne das WC. Kennst du das? Kenn du das, ja. Da habe ich schon mal einen gefickt. Ah, nein, tut mir leid, blasen lassen. Bleib mal ehrlich. Aber schön lutschen lassen. Hat ihr getaugt. Lieb was. Also Werthofen ist ein perfekter Ort, um Musikvideos zu drehen, weil es gibt so viele verschiedene Plätze, die was einfach urgut ausschauen. Und wer will nicht die Heimat in einem Musikvideo auch gleich dabei haben?